Wie ihr es wahrscheinlich alle mitbekommen haben werdet und wie es auf diesem Kanal schon mehrfach kommentiert wurde, gründet die linken Politikerin Sarah Wagenknecht sehr bald eine neue eigene Partei. Dies bedeutet freilich auch für die Alternative für Deutschland eine neue politische Konkurrenz. Dass die AfD selbst eine neoliberale Partei ist, die vor allem Politik für die Reichen macht, habe ich auf diesem Kanal ja schon in einigen Videos in der Vergangenheit belegt. Jetzt könnte die AfD natürlich inhaltlich auf die neuen Punkte von Wagenknechts Partei eingehen. Die vier hauptsächlichen Punkte, die diese neue Partei vertreten will, lauten Frieden, soziale Gerechtigkeit, Ende der Cancel Culture und Meinungsfreiheit und wirtschaftliche Vernunft. Jetzt könnte die AfD ja belegen, wieso ihr eigenes neoliberales Programm diesem sozialdemokratischen Programm der Wagenknecht-Partei überlegen ist. Das könnte die AfD machen, aber darauf scheinen sowohl einige AfD-Politiker als auch ihr Vorfeld keine Lust zu haben. So schrieb die AfD-Politikerin Beatrix von Storch folgendes: Wagenknechts BSW ist eine kommunistische Partei. Mehr Steuern, mehr Regulierung, mehr Verstaatlichung. Deutschland braucht das Gegenteil, nämlich wirtschaftliche Freiheit. Zudem, Zuwanderung haben hart Linke noch niemals in der Geschichte begrenzen wollen. Hashtag unglaubwürdig. Fangen wir mal mit der Zuwanderung an, die Hartlinke angeblich niemals begrenzen wollten. Storchs Äußerung wird durch die Geschichte der Bundesrepublik nämlich ziemlich gut widerlegt. Die ersten CDU-Kanzler, die die Bundesrepublik hatte, nämlich Adenauer, Kiesinger und Erhard, steigerten die Zuwanderung von rund 100.000 Menschen pro Jahr auf fast 1 Million Menschen pro Jahr. Die Zuwanderung verzehnfachte sich also unter der Ägide der CDU-Kanzler in etwa. Die SPD-Kanzler Schmidt und Willy Brandt halbierten die Zuwanderung wieder ungefähr auf rund 400 Zuwanderer pro Jahr. Der CDU-Kanzler Helmut Kohl schaffte es, die Zuzüge, die es jedes Jahr nach Deutschland gab, wieder ungefähr auf 800.000 pro Jahr zu verdoppeln. Doch nicht nur das, während seiner Amtszeit gab es in der Spitze Anfang der 90er rund 1,5 Millionen Zuzüge innerhalb eines Jahres, wobei man hier sagen muss, dass damit auch die Jugoslawienkriege zu tun hatten, in die Kohl-Regierung so gut es ging, Öl, wo die Kohl-Regierung so gut es ging, Öl ins Feuer gegossen hat. Also hier kann man nicht mal sagen, dass Kohl daran ganz unschuldig war, aber das ist eine sehr lange und komplizierte Geschichte, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Selbst der neoliberal gewendete SPD-Kanzler Gerhard Schröder schaffte es dann, die Zuwanderung wieder etwas zu reduzieren. Die Zuwanderungszahlen explodierten dann allerdings erst wieder unter Kanzlerin Angela Merkel. 2015 erreichten sie in der Spitze rund 2 Millionen Zuwanderer innerhalb eines Jahres. Und auch die Wanderungssaldos waren sowohl unter den beiden Kanzlern, unter den Kanzlern Kohl als auch unter der Kanzlerin Merkel immer sehr stark positiv. Das heißt, wenn man eine Regierung wählen möchte, die die Zuwanderung nach Deutschland besonders beschleunigt, dann sollte man CDU wählen. Wenn man in der Vergangenheit eine Regierung wollte, die die Zuwanderung begrenzt hat, dann hätte man eher SPD wählen müssen. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Scholz könnte jetzt einer der ersten SPD-Kanzler sein, der diesen Trend, den man in der Vergangenheit immer beobachten konnte, umkehren könnte. Aber von Storchs Äußerung, dass hart linke Zuwanderung niemals begrenzen wollen, ist einfach falsch, wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik ansieht. Was sollen wir denn jetzt machen in Deutschland? Die Wirtschaft sagt, sie braucht Fachkräfte in Dann sollten Deutschland. Sie gefälligst ausbilden. Auch wenn Dieser alten SPD-Linie scheint auch das Bündnis Sarah Wagenknecht zu folgen, jedenfalls dann, wenn man dem Programm des Vereins Glauben schenken kann. Dort steht: Zuwanderung und das Miteinander unterschiedlicher Kulturen können eine Bereicherung sein. Das gilt aber nur, solange der Zuzug auf eine Größenordnung begrenzt bleibt, die unser Land und seine Infrastruktur nicht überfordert und sofern Integration aktiv gefördert wird und gelingt. Wir wissen den Preis für verschärfte Konkurrenz, unbezahlbaren Wohnraum, um Jobs mit niedrigen Löhnen und für eine misslungene Integration zahlen nicht in erster Linie diejenigen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wer in seiner Heimat politisch verfolgt wird, hat Anspruch auf Asyl. Aber Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf unserer Welt. Was ist jetzt aber mit dem Kommunismusvorwurf? Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist doch eine kommunistische Partei. Nun, schauen wir mal in das Programm des Vereins und vor allem zu dem, was unter dem Punkt soziale Gerechtigkeit steht.
Unser Ziel ist eine faire Leistungsgesellschaft mit echter Chancengleichheit und einem hohen Grad an sozialer Sicherheit. Eine produktive Wirtschaft braucht qualifizierte und motivierte Beschäftigte. Die Voraussetzungen dafür sind leistungsgerechte Löhne, sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen. Das gilt auch für Beschäftigte in den Serviceberufen, die ebenso wichtig für unsere Gesellschaft sind wie gute Ingenieure und Mechatroniker. Um Lohndrückerei zu verhindern, sollte die Tarifbindung wieder gestärkt und die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtert werden. Zugleich braucht unser Land einen zuverlässigen Sozialstaat, der Zukunftsängste abbaut und vor einem sozialen Absturz im Falle von Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter schützt. Die Privatisierung und Kommerzialisierung existenzieller Dienstleistungen, etwa im Bereich Gesundheit, Pflege oder Wohnen, muss gestoppt werden. Gemeinnützige Anbieter sollten in diesen Branchen Vorrang haben. Notwendig ist ein gerechtes Steuersystem, das Geringverdiener entlastet und verhindert, dass große Konzerne und sehr reiche Privatpersonen sich ihrem angemessenen Anteil an der Finanzierung des Gemeinwesens entziehen können. Das heißt, etwas höhere Steuern für Großkonzerne, höhere Löhne und ja, eine Nichtprivatisierung von Krankenhäusern, eine Nichtprivatisierung von existenziellen Bereichen wie der Grundwasserversorgung. So etwas ist aus Sicht der AfD schon Kommunismus. Das zeigt, wie komplett neoliberal diese Partei ist. Das zeigt, wie nah sie sich in diesen Bereichen den Altparteien steht. Und das zeigt, dass mit der AfD wirklich keine soziale Politik zu machen sein wird. Das zeigt, dass die AfD für jeden, der einen etwas stärkeren Sozialstaat, der etwas höhere Löhne, kurzum, der ein Ende der neoliberalen Politik will, keine Alternative ist. Nicht minder dumm als der Tweet Beatrix von Storchs waren die Beiträge des AfD-Vorfeldes, welche auf YouTube publiziert wurden. Vor einigen Wochen leakte die Bild-Zeitung, leakte muss man hier in ganz fetten Anführungszeichen setzen, ja schon einmal die Pläne von Wagenknechts Parteigründung und gab dabei einige Punkte dieser Parteigründung völlig falsch wieder. So schrieb die Bild-Zeitung beispielsweise davon, dass Wagenknecht staatliche Kontrollorgane plane, die kontrollieren würden, was Betriebe herstellten. Davon ist im Programm des Vereins keine Rede und davon hat Wagenknecht in ihren Beiträgen aus den letzten Jahren auch niemals etwas gesagt. Das hindert YouTuber wie Clownswelt, Olli investiert oder Aktien mit Kopf natürlich nicht daran, Beiträge zu machen, wo sie Wagenknecht unterstellen, sie würde eine Planwirtschaft planen oder ja ähnliche sozialistische Fantasien verfolgen. Und ihr ahnt jetzt, was wahrscheinlich gleich kommen wird. Wir werden uns die Beiträge eben dieser YouTuber aus dem AfD-Vorfeld ansehen und sie inhaltlich kritisieren. Unser erster Wagenknecht-Kritiker aus dem AfD-Vorfeld ist der YouTuber Clownswelt. Was bei Clownswelt und allen anderen Kritikern grundsätzlich auffällt, ist, dass sie nicht Wagenknechts inhaltliche Beiträge, die sie in zahlreichen Fernsehauftritten, Zeitungsartikeln, Zeitungsinterviews oder auf ihrem YouTube-Kanal publizierte, ja inhaltlich auseinandernimmt, sondern dass er nur die Stichpunkte aus dem Bildartikel, die schon Wagenknecht falsch wiedergeben, nimmt und da nochmal etwas Schlimmeres hineininterpretiert, als dort ohnehin schon verfälscht steht. Ja, wie gesagt, was an diesem Bildartikel dran ist, dazu werden wir gleich noch kommen. Aber so, ja, kommt es halt, dass das inhaltlich sehr, sehr dünn ist und dieses Video, was ich hier mache, deswegen auch etwas redundant erscheinen kann. Aber ich will hier nicht zu lange um den heißen Brei herumreden. Los geht's! Kommen wir also einmal zu Ihren Eckpunkten. Wirtschaftliche Vernunft nennt sich hier in Anführungszeichen der erste Punkt. Wie viel wirtschaftliche Vernunft steckt denn jetzt da drin? Es sei also das erste Schlagwort, das aus ihr herausschießt, sie will die irre Politik der Ampel beenden, die Arbeitsplätze aus Deutschland verscheuche und dem Markt alle Macht überlasse. Inwiefern überlässt die Ampel dem Markt alle Macht? Ein Bereich, in dem die Ampel dem Markt zu viel Macht überlässt, ist beispielsweise der Wohnungsbau. 2022 wurden rund 354.000 Wohnungen genehmigt, und damit deutlich zu wenig, um das von der Ampel selbst gesteckte Ziel von 400.000 gebauten Wohnungen pro Jahr zu erreichen. Der Wohnungsbau erlebt in Deutschland gerade einen brutalen Absturz. Im Zeitraum von Januar bis August 2023 wurden nur rund 144.000 Wohnungen genehmigt. Und ihr könnt ja selbst hochrechnen, 144.000 genehmigte Wohnungen in zwei Dritteln des Jahres, wenn man da jetzt nochmal ein Drittel draufrechnet, dann wird die Ampel ihr Ziel von 400.000 gebauten Wohnungen dieses Jahr noch deutlich krasser verfehlen. Das heißt, wir erleben einen Absturz des Wohnungsbaus bei gleichzeitig extremer Knappheit an Wohnraum in den großen Städten. Wie kann das sein?
Nun, der deutsche Staat zieht sich immer mehr aus dem Wohnungsbau zurück. Es werden zu wenig Wohnungen staatlich gebaut und auch zu wenig Wohnungen staatlich gefördert. Diese Knappheit an bezahlbarem Wohnraum kommt nicht von ungefähr. So hat Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, den Bau von rund 60.000 Wohnungen gerade gestoppt. Ja, dieser Mangel an privater Bautätigkeit könnte beispielsweise durch den Staat ausgeglichen werden. Entweder durch staatliche Förderung von neuen Bauprojekten oder durch direkte staatliche Bautätigkeit. Solange dem aber nicht so ist, wird bezahlbarer Wohnraum weiter knapp bleiben. Erschwerend kommt noch hinzu, dass private Immobilienkonzerne wie Vonovia vor allem ein Interesse daran haben, ihre Profite zu steigern und vor allem reichen, gut betuchten Schichten teuren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der Staat hingegen könnte gezielt günstigen Wohnraum für die breite Mehrheit der Bevölkerung fördern. Doch in der Vergangenheit passierte exakt das Gegenteil. Seit 1867 gab es in Preußen bzw. später in Deutschland die Wohngemeinnützigkeit. Diese bedeutete steuerliche Zuschüsse oder direkte Subventionen für Unternehmen, die bezahlbaren Wohnraum für die breite Bevölkerung zur Verfügung stellten. Diese Wohngemeinnützigkeit wurde allerdings von der schwarz-gelben Koalition 1990 aus Kostengründen gestrichen. Die daraufhin folgende Entwicklung war dramatisch. Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland sank von Ende der 80er Jahre über 3 Millionen auf nur noch rund 2 Millionen Sozialwohnungen 2007 auf 1,1 Millionen Sozialwohnungen im Jahr 2021. Und nun, was soll ich euch sagen? Auch unter der Herrschaft der Ampel sank 2022 die Zahl der Sozialwohnungen um 14.000. Die Ampel überlässt dem Markt, also in jedweder Hinsicht auf dem Wohnungsmarkt, zu viel Macht und sie sorgt dafür, dass große Wohnungsbaukonzerne wie Vonovia nach Belieben den Bau zehntausender Wohnungen abbrechen können, wenn sie das gerade wollen, und somit die Knappheit auf dem Wohnungsmarkt noch weiter verschärfen können. Ich meine, die machen doch selber ihre eigenen planwirtschaftlichen, sozialökologischen Transformationen in Form der Energiewende. Also inwiefern hat da der Markt alle Macht, wenn er sich die ganze Zeit Zertifikate kaufen muss, um weiter ungehindert produzieren zu dürfen? Moment mal, dieser Emissionshandel ist doch gar kein planwirtschaftlicher Mechanismus, sondern dort werden Zertifikate am Markt gehandelt. Ideologische Grundlage dieses Emissionshandels ist das sogenannte Coase-Theorem. Dieses geht davon aus, dass, wenn Eigentumsrechte klar definiert sind, sich die Teilnehmer am Markt automatisch auf eine Pareto-effiziente Allokation einigen werden. Nun ja, und genau das macht der Staat hier. Er definiert Eigentumsrechte an der Luft, beziehungsweise daran, dass die Luft nicht verschmutzt wird, und verkauft diese Rechte dann an private Akteure, die CO2 ausstoßen wollen. Und ja, der zentrale Mechanismus zur Bewertung dieser CO2-Zertifikate ist in diesem Fall nun einmal der Markt. Es ist also so ziemlich die marktradikalste Option, wie man versuchen kann, CO2-Emissionen zu verhindern. Man könnte auch theoretisch die Energiekonzerne anweisen, ihre Produktion von Technologien wie Kohlekraft auf erneuerbare Energien umzustellen. Oder man könnte das direkt staatlich organisieren. Das wären deutlich interventionistischere Lösungen, aber Lösungen, die vermutlich deutlich billiger wären und für die Mehrheit der Bevölkerung und auch für die Industrie deutlich mehr Planungssicherheit böten. Denn dieser CO2-Preis, der sich am Markt bildet, der strebt nicht entgegen irgendeines imaginären Gleichgewichts, sondern der schwankt durch Finanzmarktspekulation völlig wild hin und her. Es kommt gut und gerne mal vor, dass dieser Preis sich innerhalb eines Jahres um 2/3 reduziert, dann wieder verdoppelt oder auch innerhalb von 2 Jahren verzehnfacht. Also das sind völlig normale Bewegungen am Finanzmarkt und die resultieren eben aus der Instabilität dieses Marktes. Das heißt, nicht mal hier hat sich Clownswelt ein vernünftiges Beispiel rausgesucht, um die ach so staatsinterventionistische Politik der Ampel, beziehungsweise in diesem Fall der EU, der Zertifikatehandel ist ja etwas, was auf europäischer Ebene stattfindet, ja, zu belegen. Ihr Rezept: staatliche Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe herstellen und was nicht. Also sozialistische Planwirtschaft in seiner Reinform. Sie möchte, dass staatliche Kontrollorgane dem freien Markt entgegenwirken und überwachen, was ein Betrieb herstellen darf und was nicht. Da wird also ganz klar die unternehmerische Freiheit beschnitten. Da werden definitiv Arbeitsplätze entstehen und sehr viele Betriebe sich motiviert fühlen, in Deutschland neue Standorte zu eröffnen, wenn ihnen staatliche Kontrollorgane vorschreiben, was sie herzustellen haben und was nicht. Hier soll also eine andere planwirtschaftliche Gangart, die planwirtschaftliche Gangart der Ampel, die zum Beispiel in Form der sozialökologischen Transformation namens Energiewende stattfindet, entgegenwirken. Ja, Planwirtschaft gegen Planwirtschaft.
Liebe Leute, glaubt nicht alles, was in der Bild-Zeitung steht. Bei Lanz sagte Wagenknecht nämlich zu diesen Unterstellungen der Bild-Zeitung Folgendes. Und das steht unter dem Stichwort wirtschaftliche Vernunft, ja? Ja, da steht Abenteuerliches, das ist nicht von mir. Also Sie wollen, das stimmt alles gar nicht? Also, Sie wollen keine staatlichen Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe... Ich weiß nicht, welche Fantasie dieser Bildmensch entfaltet hat. Der hat mir das auch in dem Gespräch erzählt, dass er der Meinung ist, dass ich irgendwelche staatlichen Kontrollorgane haben will. Und ich habe ihm gesagt, wie kommen Sie darauf? Was richtig ist, ich finde, da, wo Märkte nicht funktionieren, da muss der Staat in die Preisbildung eingreifen. Also doch. Das sehe ich schon. Ja, das findet ja statt. Wer entscheidet das? Ja, was nicht, heißt, aber nicht jetzt dieser übergriffige, das? Böse Staat. Sagen Sie das jetzt bitte nicht. Wer macht das? Also wir haben in vielen Bereichen regulierte Preise. Übrigens das Land in Europa, das in den meisten Bereichen regulierte Preise hat, wissen Sie, welches das ist? Sind wir? Nein, das ist die Schweiz. Und sie hat offenbar es nicht schlecht damit gefahren. Und wir haben einfach in Deutschland, wir haben es doch jetzt gesehen bei der Energiepolitik, wir haben einerseits natürlich, weil wir jetzt uns abgeschnitten haben von billiger Energie, eine hohe Inflation. Wir haben aber auch deshalb eine hohe Inflation, weil einige Unternehmen sehr viel Marktmacht haben. Also zum Beispiel die Lebensmittelketten, die Lebensmittelkonzerne, da werden enorme Gewinne gemacht. Und da gibt es zwei Wege. Ein Weg, der ist längerfristig, aber auch sinnvoll. Man muss große Unternehmen mit zu viel Marktmacht entflechten. Das haben die Ordoliberalen immer gefordert. Zerschlagung heißt das. Na, die USA diskutieren jetzt zum Beispiel darüber bei den großen Internetkonzernen. Also ihr habt es gerade gehört, Wagenknecht, diese verdammte Sozialistin, will Großkonzerne zerschlagen und dafür sorgen, dass die Preisbildung am Markt besser funktioniert. Ja, wenn man ein bisschen blöd ist, nennt man sowas Sozialismus. Wenn man Wagenknecht richtig zugehört hat und ein bisschen nachdenkt, dann nennt man so etwas Ordoliberalismus. Das ist tatsächlich ein Punkt, der die deutschen Ordoliberalen immer von anderen Neoliberalen unterschied. Dass sie eben nicht an den freien Markt an sich geglaubt haben, sondern dass sie immer daran geglaubt haben, dass der Staat vernünftige Rahmenbedingungen schaffen muss, in denen der freie Markt erst funktionieren kann. Wenn es große Konzerne gibt, die Monopole bzw. Oligopole bilden, dann funktioniert die Preisbildung am Markt nicht mehr vernünftig und dann müssen diese großen Konzerne im Technologiebereich, sowas wie Alphabet, Apple oder Facebook, bzw. Meta heißen die ja jetzt, dann müssen diese großen Konzerne entflochten werden, damit es wieder Konkurrenz am Markt gibt. Ja, wenn man das Sozialismus nennt, dann hat man wahrscheinlich in der Schule nicht richtig aufgepasst. Mehr bleibt mir dazu auch nicht zu sagen. Nächster Punkt, soziale Gerechtigkeit, heißt höhere Löhne, mehr Geld für Arme. Gegenmittel, staatlich regulierte Höchstpreise, Reibach der Großkonzerne abschöpfen, Gewinne wegbesteuern. Ja, das Herz dieser Frau schlägt rot. Also den Staat weiter mit abgeschöpften Steuergeldern aufblasen, gleichzeitig auch den Sozialstaat aufblasen. Mehr Geld für Arme, wo soll das denn herkommen? Natürlich vom Arbeiter. Erstmal, nein, die Steuern für die Arbeiter sollen nicht erhöht, sondern die Steuern für die Arbeiter sollen gesenkt werden. Die Freibeträge in der Einkommensteuer beispielsweise könnte man nach hinten verschieben und man könnte die Mehrwertsteuer zumindest langfristig abschaffen. Das wären Maßnahmen, die eine linke Partei fordern sollte. Und ja, was auch immer Kernstück linker Politik war, dass man die Steuern für die breite Mehrheit versucht hat zu senken, aber hingegen die Steuern für die Reichen erhöht hat. In den letzten 4 Jahrzehnten ist aber das Gegenteil passiert. Die Steuern für die Reichen und die Unternehmen wurden immer weiter gesenkt. Die Unternehmenssteuer sank von den 90ern bis in die 2010er Jahre von nahe 60% auf etwas unter 30%. Der Unternehmenssteuersatz wurde also halbiert. Im gleichen Zeitraum wurde die Vermögenssteuer abgeschafft und die Spitzensteuer deutlich gesenkt. Unter Helmut Kohl lag der Spitzensteuersatz noch bei 53%, heute liegt der höchste Spitzensteuersatz bei 45%. Also fassen wir zusammen, Unternehmenssteuersatz halbiert, Spitzensteuer gesenkt und Vermögensteuer abgeschafft. Jetzt müsste man doch eigentlich aus neoliberaler Logik erwarten, da haben die Unternehmen doch bestimmt viel mehr investiert. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Bruttoanlageinvestitionsquote ist von den 90ern bis in die 2010er Jahre nicht etwa gestiegen, sondern gesunken. Die Unternehmen haben nicht mehr, sondern weniger investiert. Wie kann das sein? Die Steuern werden drastisch gesenkt, ja der Unternehmenssteuersatz wird sogar halbiert und trotzdem sinkt die Investitionsquote. Wie kann das sein? Nun, ganz einfach, ein Unternehmen tätigt jede profitable Investition, ganz egal wie hoch die Steuern sind. Wenn ich durch eine Investition 1 Million Euro Gewinn mache und der Steuersatz darauf 80% beträgt, dann mache ich immer noch 200.000 Euro Gewinn. Das heißt, an der Tatsache,
dass ich Gewinn mache. Daran endet ein noch so hoher Unternehmenssteuersatz, zumindest solange er nicht 100% übersteigt, und das fordert ja niemand, ändert daran überhaupt nichts. Solange profitable Investitionen möglich sind, wird jedes Unternehmen sie sofort realisieren. Also Maßnahmen, die Investitionen nicht mehr profitabel machen, die vorher profitabel waren, wären beispielsweise Zinserhöhungen, weil diese direkt am Kapitalwert etwas ändern. Höhere Unternehmenssteuern reduzieren den Kapitalwert nur, ohne sein Vorzeichen umkehren zu können. Das ist nicht möglich. Egal wie hoch man die Unternehmenssteuer zieht, solange sie geringer ist als 100%, lohnt sich jede profitable Investition, die sich vorher gelohnt hat, immer noch. Es gibt also theoretisch überhaupt keinen Grund, warum ein Unternehmen plötzlich auf profitable Investitionsmöglichkeiten verzichten sollte, wenn sein Steuersatz steigt. Es gibt weder theoretisch einen Grund, noch konnte man empirisch einen Nachweis dafür erbringen, dass höhere Unternehmenssteuersätze zu geringeren Investitionen führen. Das Gegenteil ist der Fall. Niedrigere Unternehmenssteuersätze gingen mit niedrigeren Investitionsquoten einher. Nun ja, Clownswelt redet hier also riesengroßen Schwachsinn, der mit der Realität der letzten Jahrzehnte, so wie überhaupt mit ökonomischen Zusammenhängen, nichts zu tun hat. Aber auch wirklich gar nichts. Also ihr merkt auch an dieser Stelle, unter sozialer Gerechtigkeit versteht man soziale Umverteilung eures Geldes. Denkt Clownswelt etwa, er würde von Superreichen geschaut werden? Nein, es geht nicht um euer Geld, sondern es geht um das Geld von Milliardären und hundertfachen Millionären. Und nicht um das des deutschen Arbeiters. Acht über das erwirtschaftete Kapital im Staat zentralisieren und so umverteilen, wie es einem ideologisch gerecht erscheint. Und damit wird auch mal wieder klar, das Herz dieser Dame schlägt nach wie vor rot. Und diese Im Kapitalismus findet immer eine Umverteilung statt, solange die Kapitalrendite das Wirtschaftswachstum übersteigt. Daran ändern kann man entweder etwas, indem man die Kapitalrendite senkt und den Arbeitern einen gerechten Anteil an zusätzlichen Produktivitätsgewinnen gibt, das bedeutet durch eine vernünftige Lohnpolitik, oder durch eine höhere Besteuerung der Kapitalrendite. Aktuell findet weder das eine noch das andere statt, dem Neoliberalismus sei Dank. Diese Meinung darf sie gerne haben, aber ist das eine Alternative für jemanden, der sonst auch AfD wählen würde? Diese Frage könnt ihr euch an dieser Stelle alle selbst beantworten. Höhere Löhne, höhere Renten, ein besser ausgestattetes Bildungssystem und günstigere Energiepreise. Also ihr könnt ja selbst entscheiden, ob das eine Alternative für euch ist. Ich finde schon, dass das eine Alternative ist, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Also ist damit die Bildung einer Opposition zusammen mit der AfD von vornherein ausgeschlossen und damit eine Spaltung der Opposition vorprogrammiert und damit dem Establishment einen Gefallen getan. Wer noch einen deutlicheren Beweis für ihre Ablehnung gegenüber der AfD möchte, dem empfehle ich diesen kurzen Clip. Und ich muss sagen, eigentlich schlimmer als die ganze Torte finde ich die Beleidigung, mit Frau von Storch auf eine Ebene gestellt worden zu sein. Das ist echt eine Unverschämtheit. Und ich finde, das zeigt eigentlich nur, dass da offensichtlich völlige politische Analphabeten am Werk waren. Ich hatte euch diesen Tweet von Beatrix von Storch eingangs schon gezeigt. Höhere Löhne, höhere Renten, ein besser ausgestattetes Sozialsystem, mehr Investitionen. All das, was die Bundesrepublik jahrzehntelang erfolgreich gemacht hat, was uns ein Wirtschaftswunder bescherte, all das ist für Beatrix von Storch Kommunismus. Mit solchen Leuten, die solch radikal-liberale Vorstellungen haben, die wirklich Politik für Großkonzerne und gegen das einfache Volk machen wollen, mit solchen Leuten ist eine Zusammenarbeit selbstverständlich ausgeschlossen. Und ich fände es ehrlich gesagt auch schlimm, mit solchen Leuten, für die ein bisschen mehr Sozialstaat schon Kommunismus ist, gleichgesetzt zu werden. Also ist es ja wohl selbstverständlich, dass Leute, die einen mit Beatrix von Storch gleichsetzen, wenn man ein sozialdemokratisches, vernünftiges Programm fordert, ja, dass das komplette politische Analphabeten sind. Kommen wir nun zu dem YouTuber, dessen Beitrag am wenigsten diffamatorische Absichten gegenüber Wagenknecht erkennen lässt. Olli. Ich hatte mich auf meinem Kanal ja schon mehrmals mit seinen Beiträgen beschäftigt und die sind bei meinen Kritiken nicht sonderlich gut weggekommen. Aber gehen wir trotzdem unvoreingenommen hier ran. Also ich nicht, ich habe es mir vorher schon angesehen, aber geht ihr trotzdem mal unvoreingenommen hier ran und schaut mal, was für konkrete Kritikpunkte er vorbringt. Direkt am Anfang dieses Videos, wo die Aufmerksamkeitsspanne bei euch noch am höchsten ist, sage ich aber auch, ich
bin sehr, sehr gespaltener Meinung bei der Frau Wagenknecht, denn wenn man sie reden hört und wenn man ihre, ich sag mal, wirtschaftlichen Einstellungen hört und auch bezüglich, wenn jemand gut angeblich verdient, und wir wissen ja mittlerweile, in Deutschland zählt es ja so, du als deutlich besser Verdiener ab 60.000 Euro oder ähnliches jährlich, sprich 5.000 Euro im Monat. Und das mag viel mehr sein, als manch anderer hat, aber das sind keine Vermögen, womit man riesengroße Sprünge machen kann, wie uns das versucht wird, weiß zu machen. Kurzum, sie spricht sich ja dafür aus, dass die Umverteilung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass die Umverteilung weiter stattfinden muss, noch stärker stattfinden muss, Erbschaftssteuer etc. pp., um nur ein, zwei Stichworte hier zu nennen. Und daher, meiner Meinung nach, eine ganz große Gefahr, diese Frau. Bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das, auch wenn sie, wie gesagt, gute Einstellungen und gute Punkte hat, im Fokus und zu viel Negatives bringen würde. Also hier spricht Olli zwei völlig richtige Punkte an, nämlich zum einen die Erbschaftssteuer, die ungerecht ist und die auch schon zu früh Mittelständler belastet, und den Spitzensteuersatz von 42%, der schon zu früh greift. Man gilt in Deutschland schon zu früh als reich. Also beide Sätze könnten ruhig später greifen. Also es gibt hier zwei verschiedene Spitzensteuersätze, zum einen den niedrigeren von 42% und dann den höheren von 45%, der ab Einkommen von einer Viertelmillion Euro greift. Hier könnte man den Freibetrag von mir aus ruhig auf 1 Million Euro erhöhen. Da ergäbe sich meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Man könnte ihn auch noch höher ansetzen, dafür aber den Satz dann deutlich erhöhen. Im Programm des Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht findet sich hierzu folgender Satz. Notwendig ist ein gerechtes Steuersystem, das Geringverdiener entlastet und verhindert, dass große Konzerne und sehr reiche Privatpersonen sich in ihrem angemessenen Anteil an der Finanzierung des Gemeinwesens entziehen können. Und Wagenknecht hat es in der Pressekonferenz zur Gründung auch nochmal konkretisiert und von hundertfachen Millionären bzw. Milliardären gesprochen. Und ja, das sind, glaube ich, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen, wirklich Superreiche, die man etwas höher besteuern könnte. Wir hatten das ja schon, die Steuern für diese sehr, sehr Reichen wurden in den letzten Jahren immer weiter gesenkt. Und bei der Erbschaftssteuer, da haben wir die absurde Situation, dass ein Mittelständler, der nur ein paar Millionen vererbt, deutlich höhere Steuern zahlt, als jemand, der mehrere Milliarden oder hunderte Millionen vererbt bekommt. So ging Matthias Döpfner, als ihm von Friede Springer große Anteile am Springer-Konzern geschenkt wurden, völlig steuerfrei aus der ganzen Sache raus. Also wir haben es hier mit einer riesigen Schenkung zu tun gehabt, auf die Matthias Döpfner keine Steuern zahlen musste. So krass ungerecht ist das deutsche Steuersystem mittlerweile, und da wird das Bündnis Sarah Wagenknecht, zumindest den ersten Äußerungen der Spitzenpersonen nach zu urteilen, sehr wohl was dran ändern wollen. Nur eben in die Richtung, dass Reiche dann eben höhere Steuern zahlen müssen, aber der Normalverdiener und auch die Mittelschicht und auch die wohlhabendere Mittelschicht deutlich geringere Steuern wird zahlen müssen. Wir würden sehen, meiner persönlichen Meinung nach, es würden diese 20%, gehen wir davon aus, die würde sie jetzt so auf Anhieb bekommen. Und die AfD ist aktuell bei ca. 23-25% in den Umfragen. So, und dann machen wir es ganz einfach, 20% bei der Wagenknecht. Wie viel Prozent hätte die AfD noch? Ich schätze, es würden, wenn wir jetzt hier von 44% der AfD-Wähler schon ausgehen, müssen wir ja rechnerisch schon mal so 7-8% abziehen bei der AfD, die wiederum die Linke, die ehemalig linke Parteivorsitzende, so ist es richtig, Wagenknecht in der neuen Partei, Wagenknecht, wie war der Name nochmal? Es gab auch schon eine Namensidee, Wagenknechts Liste, genau, das war's, wählen würden. Das würde bedeuten, die AfD hätte nicht mehr 23%, sondern vielleicht 16-17%. Auf der anderen Seite, wo kommen die anderen ca. 13% her, wenn wir jetzt bei 7% weggenommen bei der AfD haben? Die Linke würde sich komplett verdünnisieren. Die wären komplett weg. Das wären die 5%, die weg wären. Dann wäre sie bei ca. 12% mit der Partei. Weitere 8% kann ich mir vorstellen, einige Wähler, die das mal ganz interessant finden, ein bisschen geht bei der FDP flöten, ein bisschen was bei der CDU, CSU und ein bisschen natürlich auch bei der SPD. Und vielleicht kommt sie dann, sage und schreibe, wirklich auf 20%. Olli lag mit seinen Zahlenspielen gar nicht so weit an der Realität vorbei. Es ist natürlich immer noch hochspekulativ, darüber nachzudenken, wie dieses Bündnis wirklich am Ende abschneiden wird, da diese Partei noch gar nicht gegründet wurde und wir nur ein Vereinsprogramm, aber noch kein fertiges Parteiprogramm haben. Dieses Vereinsprogramm weist zwar meiner Meinung nach in die richtige Richtung, aber es ist nur ein erster Ansatz und noch kein fertiges Programm, was man dann zu den Europawahlen, geschweige denn zu den Bundestagswahlen, wirklich so den Wählern
vorlegen könnte. Nun ja, aber wie gesagt, Olli lag gar nicht so weit daneben. Laut der neuesten Umfrage, die ich aktuell verfügbar habe, von INSA, würde das Bündnis Sarah Wagenknecht auf 14% kommen. Die AfD auf 17% und die CDU auf 31%, beziehungsweise CDU und CSU zusammen. Das heißt, ja, Wagenknecht wäre dann viertstärkste Kraft hinter der SPD. Sie hat aber, soweit ich informiert bin, auch schon ganz klar gesagt, nein, eine Koalition mit der AfD würde ich nicht in Erwägung ziehen. Und dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, mit wem will sie denn koalieren? Mit wem möchte sie koalieren? Möchte sie das mit der CDU/CSU? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sage ich ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Und das würde ja auch nicht ausreichen bei aktuell ca. 27%. Wer sollte denn damit noch koalieren? Die FDP? Sorry, aber die haben, auch wenn sie nicht so abstimmen, aber eine andere Einstellung als die Frau Wagenknecht zu verschiedenen Punkten, die ich ja gerade eben aufgeführt habe. Also alles sehr, sehr nebulös, dubios und schwierig. So blöd das jetzt klingen mag, es gibt in Deutschland aktuell keine große Partei, mit der dieses Bündnis koalieren könnte. Das Programm, was dieses Bündnis aufgestellt hat, passt nun mal zu keiner Partei. Eine friedliche Außenpolitik. Mehr Sozialstaat, höhere Löhne, höhere Renten, Ausbau der Infrastruktur, Ende der Cancel Culture, Bekämpfung des Wokismus. All diese Dinge lassen sich mit dem neoliberalen Altparteienblock, aber auch mit der neoliberalen AfD nicht umsetzen. So gibt es in der Außenpolitik vielleicht einige Überschneidungen mit der AfD, aber angesichts der riesigen Unterschiede in der Wirtschaftspolitik ist auch hier eine Koalition völlig unrealistisch. Und der aggressive, neoliberale, transatlantische Kurs von SPD und Grünen, der uns gerade einem neuen kalten Krieg mit China und Russland immer näher bringt, ist der Grund dafür, warum es eine starke linke Partei braucht, die sich dem entgegenstellt. Warum es eine neue Friedenspolitik braucht. Also SPD und Grüne sind absolut keine Koalitionspartner. SPD und Grüne sind die Hauptgegner. Ziel muss es sein, SPD und Grüne zu zerstören. Sie sind keine möglichen Koalitionspartner, sondern sie sind Gegner. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das in der Wagenknecht-Partei schnellstmöglich alle begreifen. Wagenknecht hat im Interview mit Marc Friedrich schon klargestellt, dass sie die Grünen für absolut koalitionsunfähig hält und dass sie es zumindest bei der SPD noch hofft, dass da friedenspolitische Kräfte, die da mal in den 80ern an der Macht waren, dass die irgendwann wiederkommen könnten. Aber das ist eine völlige Illusion. Also weder die SPD noch die Grünen sind irgendwie bereit, in der Außenpolitik irgendwas zu überdenken. Sei es den Wirtschaftskrieg gegen Russland oder sei es Waffenlieferungen in immer neue Kriegsgebiete. Egal ob jetzt in die Ukraine oder nach Israel. Das ist eine einzige Katastrophe, was diese Bundesregierung veranstaltet. Deutschland steht überall auf der Seite der Eskalation und nirgendwo auf der Seite des Friedens. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass die SPD daran irgendetwas ändern würde. Deswegen muss für diese neue Partei gelten. Und ich hoffe, das wird dort schnellstmöglich der gesamten Führungsebene und auch nur allen neuen Parteimitgliedern schnell klar. Deswegen muss gelten, SPD und Grüne sind die Hauptgegner. Unser Ziel muss es sein, diese Parteien zu zerstören, die Wähler davon zu überzeugen, dass sie nicht mehr SPD und Grüne wählen. Und diese Parteien sind keine Koalitionsoption, damit diesen Parteien keine friedenssichernde, vernünftige Außenpolitik, geschweige denn eine vernünftige Wirtschaftspolitik für die Mehrheit möglich ist. Wirtschaftliche Vernunft ist das erste Schlagwort, das aus ihr herausschießt. Sie will die irre Politik der Ampel beenden, die Arbeitsplätze aus Deutschland verscheuche und dem Markt alle Macht überlasse. Ihr Rezept: staatliche Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe herstellen und was nicht. Und daran sieht man doch schon, das ist der pure Sozialismus. Sorry, aber ich möchte nicht in einem Staat leben, wo der Staat Kontrollorgane wie 1984 hat und mir vorschreibt, was ich produziere und was nicht. Glaubt nicht alles, was in der Bild-Zeitung steht. Auch Wagenknecht möchte nicht in einer Planwirtschaft leben. Ja, ich sage ja auch nicht, dass wir in der DDR leben. Ich bin heilfroh, dass wir nicht mehr in der DDR leben. Soziale Gerechtigkeit, höhere Löhne, mehr Geld für Arme, Gegenmittel, Fragezeichen, staatlich regulierte Höchstpreise, Reibach der Großkonzerne abschöpfen, Gewinne wegbesteuern. Leute, das ist Sozialismus pur. Ich habe es euch gesagt, aber es geht noch besser. Ne? Nein, temporäre sektorale Preiskontrollen sind kein Instrument des Sozialismus, sondern ein ganz normales Instrument in kapitalistischen Marktwirtschaften. Schauen wir dafür mal auf die andere Seite des Atlantiks. Als die USA in die beiden Weltkriege eintraten, sowohl beim Ersten als auch beim Zweiten Weltkrieg, führten sie Preiskontrollen ein.
im Zweiten Weltkrieg deutlich strengere Preiskontrollen als im Ersten Weltkrieg. Und wann wuchs die Produktion in den USA schneller? Genau, im Zweiten Weltkrieg, dann, als sie strengere Preiskontrollen veranschlagten. Also dann, wo sie die Wirtschaft stärker regulierten. Da wuchs die Wirtschaft schneller. Das heißt, dieses pauschale Argument, Preiskontrollen gleich Sozialismus, gleich Armut, das stimmt erstmal überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, in Notsituationen können Preiskontrollen sogar dabei helfen, Ressourcen effizienter umzuverteilen. Effizient in dem Sinne, dass es eben nicht zu Knappheiten an bestimmten Stellen kommt, dass eben Preisschocks in einigen Bereichen nicht zu einer allgemein hohen Inflation führen. Das legt Isabella Weber in ihrem Buch »Wie China der Schocktherapie entkam, das Gespenst der Inflation« wirklich detailliert dar. Ich habe zumindest den Teil des Buches, der sich mit China beschäftigt, auf diesem Kanal auch schon mal in einem eigenen Video besprochen. Schaut euch das gerne an. Naja, aber auch sonst gehörten auch in der Nachkriegszeit Preiskontrollen immer zu einem ganz normalen Instrument der westlichen Wirtschaftspolitik. Ich zitiere hierzu mal kurz Wikipedia. Der Interventionismus des Preisstopps wurde daher häufig eingesetzt, so wie in Australien 1962, Dänemark 1963, Großbritannien 1966. In den Niederlanden verfügte die Regierung im April 1969 einen generellen Preisstopp, um die Auswirkungen der Einführung der Mehrwertsteuer abzumildern. Im August 1970 entschloss sich die schwedische Regierung zu einem begrenzten Preisstopp für Lebensmittel. In den USA führte Präsident Richard Nixon im August 1971 einen dreimonatigen Preis- und Lohnstopp während der Ölkrise für Erdöl ein. Großbritannien verhängte im November 1972 nach dem Scheitern einer Übereinkunft über freiwillige Preisdisziplin einen 90-tägigen Preis- und Lohnstopp. Im Oktober 1976 verfügte Paris den totalen Preisstopp für Mieten und Margen, Gebühren und Tarife in Frankreich. Erneut wurden in Frankreich im Juni 1982 unter François Mitterrand befristete Preis- und Lohnstopps verhängt. Sprich, Preiskontrollen waren immer ein normales Mittel der westlichen Wirtschaftspolitik. Erst durch den Siegeszug des Neoliberalismus gerieten sie allgemein außer Mode. Und wir sehen ja gerade, während dieses Preisschocks, den uns der Wirtschaftskrieg gegen Russland beschert hat, was für katastrophale Auswirkungen das für uns einfache Bürger hat, dass bestimmte Unternehmen beispielsweise in der Mineralölbranche, im Bankensektor oder im Stromsektor, dass die riesige Übergewinne machen können, ohne dass die Regierung mal die Idee hätte, da beispielsweise durch Preiskontrollen einzugreifen. Also zu sagen, Preiskontrollen sind gleich Sozialismus, das ist nicht nur verkürzt, das ist historisch einfach falsch. Nächster Punkt, Frieden. Eine Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt, statt auf Waffenlieferung. Das unterstütze ich zu 100.000%. Der Rüstungshaushalt dürfe nicht noch weiter steigen. Das sehe ich anders. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder eine wehrfähige Bundeswehr haben. Okay, den Punkt wollte ich auch noch kurz behandeln. Wer bedroht uns? Wofür braucht Deutschland ein starkes Militär? Gegen wen müssen wir aufrüsten? An welchen Kriegen will sich die AfD beteiligen, für die wir dieses Militär brauchen? Beziehungsweise, wem will die AfD drohen, um ja, Deutschland irgendwelche Vorteile zu verschaffen? Also wofür brauchen wir dieses starke Militär? Keins unserer Nachbarländer steht uns irgendwie feindselig gegenüber. Wir leben in einer extrem friedlichen Weltregion und dass es in den nächsten Jahrzehnten zu irgendeinem Krieg kommt, das steht nicht zu befürchten. Es gibt aktuell einen Krieg zwischen Russland und der NATO, der auf dem Staatsgebiet der Ukraine ausgefochten wird. Aber es ist ja gerade das Ziel der Wagenknecht-Partei, diesen Krieg durch Diplomatie zu beenden und endlich auch zu friedlichen Beziehungen mit Russland und den anderen Mitgliedern der Eurasischen Union zu kommen. Unser Ziel muss es sein, also unser europäisches Ziel jetzt, nicht mal unser deutsches Ziel, Deutschland lebt mit seiner Nachbarschaft ja schon in Frieden, sondern unser europäisches Ziel muss es sein, mit unserer gesamten Nachbarschaft in Frieden zu leben. Und das gilt aktuell vor allem für Russland. Also, und dann stellt sich natürlich die Frage, wieso müssen wir Rheinmetall und Lockheed Martin dann noch hohe Gewinne bescheren? Also, Militärausgaben sind unproduktive Ressourcen, unproduktive Ausgaben, die keinen langfristigen Nutzen stiften. Zumal in der Bundeswehr ja sehr viele Gelder versickern. Also man könnte sich mal fragen, wieso die extreme Steigerung der Militärausgaben in den letzten Jahren nicht zu einer wehrfähigeren Bundeswehr geführt hat, sondern wieso die Bundeswehr immer nur noch mehr Geld schreit. Ganz einfach, weil dieses Geld irgendwelchen korrupten Kanälen versickert
und Rheinmetall nie genug haben kann. Unternehmen im Kapitalismus, die haben sowieso nie genug Gewinne. Also als Rüstungsunternehmen würde ich immer noch mehr fordern. Und letztlich sind diese weiteren Aufrüstungen nur Konjunkturprogramme für die Rüstungsindustrie, die unsere Sicherheit nicht steigern, sondern, wenn wir diese Bundeswehr denn einsetzen, unsere Sicherheit eher senken. Wir brauchen nicht mehr Kriege, wir brauchen auch nicht mehr Aufrüstung, die letztlich nur dem Vorbereiten von neuen Kriegen dient, sondern wir brauchen friedliche Beziehungen mit unserer Nachbarschaft und aktuell vor allem mit Russland. Dann können wir auch unsere Militärausgaben deutlich senken, da es, wie gesagt, niemanden gibt, der uns bedroht. Wenn ihr irgendein Land habt, das militärische Invasionspläne für Deutschland gerade sich ausdenkt, keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt irgendein kluger Kommentator und will mir erklären, wieso die Schweiz bei uns einmarschieren will oder Liechtenstein. Wie gesagt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich sehe niemanden, der uns bedroht. Ich sehe keinen Bedarf an weiterer Aufrüstung. Vielleicht einen Bedarf daran, die Bundeswehr nicht so inkompetent und korrupt zu führen, wie das gerade passiert. Aber ich sehe keinen Bedarf daran, gegen irgendwen aufzurüsten. Und wenn wir nicht gegen irgendwen aufrüsten müssen, dann können wir ja unsere Militärausgaben wohl deutlich senken. Kommen wir nun zu meinem absoluten Lieblings-YouTuber, Aktien mit Kopf. Ich habe mich auf diesem Kanal ja schon dreimal mit ihm beschäftigt, beziehungsweise viermal, wenn man meine Reaktion auf die 13-Fragen-Folge, wo er auftritt, auch mitzählt. Naja, und mir hat keiner seiner Beiträge bisher sonderlich gut gefallen. Er macht ziemlich viele stramm neoliberale Videos, wo er eigentlich diese ganzen Wirtschaftsmythen, wir dürfen die Steuern für die Reichen nicht senken, die Leute sollen Aktien für ihre Altersvorsorge kaufen, dann sind eigentlich alle Probleme gelöst. Und wir dürfen bloß unseren Sozialstaat nicht ausbauen, das ist ja ganz, ganz gefährlich. Naja, er behandelt all diese neoliberalen Talking Points und bringt sie auf sehr polemische Art und Weise rüber. Also schauen wir jetzt mal, was er zur Sarah Wagenknecht-Partei zu sagen hat. Hier steht es doch, Schlag auf Schlag, ihr Rezept, staatliche Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe herstellen und was nicht. So, ich beschäftige mich mit diesen Themen schon seit Ewigkeiten. Ich habe alles da gelesen, was es gibt. Egal ob Ludwig von Mises, egal ob Maynard Keynes, Thomas Sowell, einfach die ganze Riege an Ökonomen, sowohl von der linken Seite als auch von der rechten Seite, ist mir mehr oder weniger ein Begriff. Und eine Sache kann ich euch sagen. Egal wie man den Sozialismus anstreicht, also mit welcher Farbe, egal wie man ihn nennt, am Ende kommt immer dasselbe bei raus, dass nämlich diese staatlichen Kontrollorgane einfach nach und nach die Macht an sich reißen, immer mehr tatsächlich darüber bestimmen, was noch produziert werden darf und was nicht, somit keiner mehr Lust hat, für sein Risiko in irgendeiner Art und Weise dort zu investieren, weil es sich ja einfach nicht mehr lohnt für die privaten Bürger und für die Unternehmen und der Standort knallhart zerstört wird. Ich habe alle Ökonomen gelesen, aber Hayek ist der einzig wahre. Was Aktien mit Kopf hier beschreibt, ist die Argumentation aus Hayeks Weg zur Knechtschaft. Wenn der Staat etwas reguliert, wenn der Staat auch nur etwas in die Wirtschaft eingreift, dann hat er eigentlich einen Anreiz, das immer mehr zu tun, immer mehr Macht bei sich zu akkumulieren und die Privatwirtschaft immer weiter einzuschränken, so dass man auf eine Rutschbahn hin zur Planwirtschaft gerät oder sich auf einen Weg zur Knechtschaft begibt. So heißt Hayeks Buch ja auch. Naja, was ist davon zu halten? Erstmal, Wagenknecht will keine staatlichen Kontrollorgane. Ich hatte euch vorhin den Ausschnitt von Markus Lanz zwar schon gezeigt, aber auf die Gefahr hin, dass ihr dement seid, zeige ich ihn euch jetzt einfach noch einmal. Und das steht unter dem Stichwort wirtschaftliche Vernunft, ja? Ja, da steht Abenteuerliches, das ist nicht von mir. Also Sie wollen... Das stimmt alles gar nicht. Also, Sie wollen keine staatlichen Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe... Ich weiß nicht, welche Fantasie dieser Bildmensch entfaltet hat. Der hat mir das auch in dem Gespräch erzählt, dass er der Meinung ist, dass ich irgendwelche staatlichen Kontrollorgane haben will. Und ich habe ihm gesagt, wie kommen Sie darauf? Was richtig ist, ich finde, da, wo Märkte nicht funktionieren, da muss der Staat in die Preisbildung eingreifen. Also doch. Das sehe ich schon. Ja, wer das findet ja statt. Wer entscheidet das?
Ja, was nicht, heißt, aber nicht jetzt dieser übergriffige, böse Staat. Sagen Sie das jetzt bitte nicht. Wer macht das? Also wir haben in vielen Bereichen regulierte Preise. Übrigens das Land in Europa, das in den meisten Bereichen regulierte Preise hat, wissen Sie, welches das ist? Sind wir? Nein, das ist die Schweiz. Und sie hat offenbar ist nicht schlecht damit gefahren. Und wir haben einfach in Deutschland, wir haben es doch jetzt gesehen bei der Energiepolitik. Wir haben einerseits natürlich, weil wir jetzt uns abgeschnitten haben von billiger Energie, eine hohe Inflation. Wir haben aber auch deshalb eine hohe Inflation, weil einige Unternehmen sehr viel Marktmacht haben. Also zum Beispiel die Lebensmittelketten, die Lebensmittelkonzerne, da werden enorme Gewinne gemacht. Und da gibt es zwei Wege. Ein Weg, der ist längerfristig, aber auch sinnvoll. Man muss große Unternehmen mit zu viel Marktmacht entflechten. Das haben die Ordoliberalen immer gefordert. Zerschlagung heißt das. Na, die USA diskutieren jetzt zum Beispiel darüber bei den großen Internetkonzernen. Ich hatte vorhin bei meiner Reaktion auf Olli ja schon die zahlreichen Preiskontrollprogramme, die es in der Geschichte des Kapitalismus immer wieder gab, genannt. So in Australien 1962, Dänemark 1963, Großbritannien 1976, in Schweden 1970, in den USA 1971 oder in Frankreich 1982. In keinem dieser Länder ist danach der Sozialismus ausgebrochen, sondern ganz im Gegenteil, es kam in all diesen Ländern zu neoliberalen Revolutionen. Der Staat wurde also immer mehr zurückgedrängt und hat die Steuern vor allem für die Reichen immer stärker gesenkt, obwohl es vorher solche Programme gab. Hayeks Argumentation ist durch die Geschichte also vollständig widerlegt. Einzelne Programme zur temporären sektoralen Preiskontrolle führen nicht in den Sozialismus. Also man hat das ja sogar in sozialistischen Staaten gesehen, die sich vom Sozialismus verabschiedeten. Jene Staaten, die es langsam angegangen sind, wie beispielsweise China, die gesagt haben, wir heben die Preiskontrollen langsam auf. Wir lassen uns 15 Jahre Zeit, also von 1978 bis 1993, also von der teilweisen Freigabe einiger Preise zur vollständigen Freigabe aller Preise hat es 15 Jahre gebraucht. Diese Länder sind besonders gut aus dem Sozialismus herausgekommen. Jene Länder, die gesagt haben, so, wir deregulieren alles auf einmal, wir geben alle Preise sofort frei, wie beispielsweise Russland, bei denen hat sich eine ökonomische Katastrophe abgespielt. Die Schocktherapie hat in Russland die Wirtschaftsleistung etwa halbiert. Die Armut hat sich verzehnfacht. Die Arbeitslosigkeit ist extrem angestiegen. Es gab Hyperinflation. Also dieses Argument, wir machen ein paar Preiskontrollen und schon bricht die Planwirtschaft aus, das ist einfach Schwachsinn. Selbst in den Ländern, die sich von der Planwirtschaft verabschiedet haben, hat eher eine zu schnelle Liberalisierung zu Katastrophen geführt und nicht eine zu langsame. Und dafür gibt es historisch so viele Beispiele auf jedem Kontinent der Erde. Ja, egal ob in der DDR, in Deutschland, egal ob in Schweden, in Großbritannien, in Afrika, in Venezuela, bei Mao, bei den Chinesen. Überall gibt es diese großen Sprünge nach vorne zum Sozialismus und dem Allmachtsfantasien, dass der Staat angeblich der bessere Produzent ist und wüsste, was produziert werden soll und was nicht. Was er in Schweden oder Großbritannien mit Sozialismus meint, das weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meint er damit die sozialdemokratische Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg? Wenn er das meinen sollte, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, dann ist das schlicht und ergreifend Schwachsinn. Wenn sich ganz Westeuropa ansieht, dann war das Wachstum in der Zeit, wo eine sozialdemokratische, also eine staatsinterventionistische Wirtschaftspolitik gemacht wurde, nämlich von 1950 bis 1973, zur Zeit des Bretton Woods-Systems, wo sogar die Wechselkurse fixiert waren, also einer der wichtigsten Preise in der Marktwirtschaft wirklich fixiert war, da war das Wachstum in Westeuropa höher als zu allen anderen Zeiten im Kapitalismus. Sowohl während der Laissez-faire-Ära im 19. Jahrhundert, als auch in der neoliberalen Ära heute, als auch in der Zwischenkriegszeit, war das Wachstum immer geringer als in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, als eine keynesianische Politik gefahren wurde. Also, ja, wir sehen es tatsächlich. Mehr Staatseingriffe, mehr Umverteilung bedeuteten in dieser Zeit mehr Wirtschaftswachstum. Das ist etwas, was man für ganz Westeuropa so konstatieren kann. Da in Schweden oder Großbritannien sich nicht auf einzelne Zeiträume bezieht, können wir darauf gar nicht genauer eingehen. Aber wenn er damit diese Zeit meinen sollte, dann ist das einfach Schwachsinn. Dann kann man konstatieren, dass das Gegenteil richtig ist. Wir hatten damals eine sozialere Politik und wir hatten damals mehr Wachstum, nicht weniger. Nämlich ne, staatlich regulierte Höchstpreise. Weil nämlich diese teuren Preise sind dann immer die Folgen von wirtschaftlich katastrophaler Entwicklung. Und wenn dann irgendwann ist für die Unternehmen, die restlichen, die es überhaupt noch gibt, so teuer wird zu produzieren, dass sie nicht mal mehr ihre eigenen Kosten decken können,
Ja, dann kommt der Staat und sagt, naja, das Toilettenpapier, das dürft ihr jetzt nicht für 10 Dollar pro Rolle verkaufen, ja, sondern da machen wir jetzt einen Höchstpreis von 1 Dollar pro Rolle. Ja, Problem ist nur, dass dann keiner mehr diese Sachen produziert, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Und dann bricht die Produktion komplett zusammen und das, was es überhaupt noch an Klopapier gibt, findet man dann auf dem Schwarzmarkt. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Also wer hier so wenig aus der Geschichte gelernt hat, da denke ich mir so, nee, also wirklich nicht. Ach, mit dem Toilettenpapier spielt Aktien mit Kopf auf Venezuela an, als wollte Wagenknecht der venezuelanischen Politik nacheifern. In Venezuela, da herrscht ja so schlimmer Sozialismus. Nun ja, erstmal, welche Probleme hat Venezuela? Die holländische Krankheit, also extreme Abhängigkeit von einem Rohstoff, nämlich Erdöl, und damit extreme Fixierung auf den Erdölsektor. Und zweitens ein US-Embargo, was dort zu einer schweren Wirtschaftskrise geführt hat. Und natürlich auch die schlechte Politik der venezolanischen Regierung, auf diese zwei Dinge zu reagieren. Man hätte sich tatsächlich etwas unabhängiger vom Erdölsektor machen müssen, beziehungsweise ein Teil der Einnahmen aus dem Erdöl zur Seite legen müssen. Das hätte man wahrscheinlich, als der Erdölpreis höher war, machen müssen. Nun ja, aber wie sozialistisch ist Venezuela eigentlich? Ich meine, diese strukturellen Probleme haben an sich ja nichts damit zu tun, ob dieses Land sozialistisch ist oder nicht. Der Staatsanteil in Venezuela lag bei 12%. Also diesem bösen sozialistischen Land, was Wagenknecht angeblich anstreben würde, also ist jetzt auch nur eine absurde Unterstellung, ich meine DDR, Venezuela und Großbritannien in einer Reihe zu nennen, ist schon mutig, aber gehen wir jetzt mal in diesem bösen sozialistischen Land, liegt der Staatsanteil bei 12%. Zum Vergleich, in Deutschland, da liegt er bei 48,5%. Also 12%, böser Sozialismus, absolut schlimm, Staatsanteil von 48,5%, also wie nennt Barkon das eigentlich? Das frage ich mich jetzt mal. Wie nennt er dann das System in Deutschland, wenn das in Venezuela mit 12% Staatsanteil schon Sozialismus ist? Ist natürlich völlig irre, diese ja willkürliche Verwendung des Begriffes Sozialismus. Also Aktien mit Kopf verwendet einfach den Begriff Sozialismus für Länder, in denen die Wirtschaft gerade schlecht läuft. Dann verwendet er den Begriff Sozialismus für eine Politik, die ihm nicht gefällt. Und dann versucht er das irgendwie zu verknüpfen, um damit die Politik, die ihm nicht gefällt, hier die vernünftige sozialdemokratische Politik einer Sarah Wagenknecht, diskreditieren zu können. Dieses Vorgehen ist so dermaßen irre, dass man nur hoffen kann, dass darauf kein Zuschauer reinfällt. Also assoziatives Verknüpfen von Ländern und Politiken, die nichts miteinander zu tun haben, unter dem Begriff Sozialismus, ist das Gegenteil von Analyse. Das ist Volksverdummung, was Aktien mit Kopf hier macht. Der Reibach der Großkonzerne, das Abschöpfen und der Reibach, den die Großkonzerne machen, sollte man halt eben verhindern und die Gewinne wegbesteuern. Also okay, keiner darf mehr Gewinne machen, also die Gewinne, die gemacht werden, werden wegbesteuert. Also Sarah Wagenknecht geht tatsächlich davon aus, dass Menschen wie so Roboter handeln, ja, und so ein Unternehmen, was irgendwie Gewinne macht, wenn du diese Gewinne wegbesteuerst, dass dann das Unternehmen einfach sagt, ja, okay, machen wir keine Gewinne mehr, wir machen einfach genauso weiter wie immer, ne, aber wir machen halt einfach keine Gewinne mehr. Aber ist okay, ja. Die Gewinne, die geben wir einfach vergemeinschaftlich ab, ja. Und das war's. Sarah Wagenknecht, und jetzt zeigt sich auch nach und nach wieder, wofür sie eigentlich wirklich steht, ist einfach ein Mensch, der alles kontrollieren will und der überall diesen Kontrollzwang eben auch auf die Unternehmen und so weiter ausweiten will. Niemand, aber auch wirklich niemand hat einen Unternehmenssteuersatz von 100% gefordert. Aber ein etwas höherer Unternehmenssteuersatz, beziehungsweise erstmal das Eintreiben von Gewinnen bei Großkonzernen, die sich ja durch Steuersparmodelle vielfach komplett darum herumwinden, wäre doch schon mal ein Anfang. Aber ja, wenn man so etwas will, dann will man alles kontrollieren und dann macht keiner mehr Gewinne. Also Ihr seht, mir fällt es schwer, darauf sachlich zu antworten, weil Aktien mit Kopf sich hier irgendeinen Unsinn ausdenkt, der niemals gefordert wurde. Und ich hatte es vorhin ja auch schon erwähnt, der Unternehmenssteuersatz hat sich in Deutschland von den 90ern bis in die 2010er in etwa halbiert und trotzdem ist die Bruttoinvestitionsquote gesunken. Der Steuersatz hat sich halbiert und die Investitionsquote ist gesunken. Wie geht das? Nun ja, ganz einfach, die Investitionsquote und der Steuersatz haben so gut wie nichts miteinander zu tun. Jedes Unternehmen wird eine profitable Investition wahrnehmen, egal wie hoch sie besteuert wird. Das sieht man übrigens auch ganz gut, wenn man sich die Entwicklung der Unternehmensgewinne und die Nettoinvestitionen der Unternehmen in den 90ern und 2000ern in Deutschland ansieht.
Die Gewinne der Unternehmen sind stark gestiegen, die Investitionen sind im gleichen Zeitraum gesunken. Die Gewinne steigen, die Investitionen sinken. Wie kann das sein? Ganz einfach, das beides hat nichts miteinander zu tun. Unternehmen investieren, wenn sie eine steigende Nachfrage für ihre Produkte erwarten. Und wenn man halt eine Politik der Lohndeflation macht, wie Deutschland in dieser Zeit, ja, dann investieren die Unternehmen halt nicht, sondern sie sparen und ja, genehmigen sich immer höhere Gewinne, die sie dann an ihre Anteilseigner ausschütten. Das ist kein Pluralismus. Das bedeutet nicht, in der Wirtschaft die besten Ideen setzen sich durch. Zum Beispiel, dass man sagt, na gut, du willst die ganze Kontrolle den Bürgern zurückgeben, dann lass doch einfach die Genossenschaften gründen, lass doch diese Leute, diese Unternehmen und so weiter führen und dann schauen wir einfach mal, wie sich das im Wettbewerb so durchsetzt. Aber nein, diesen Wettbewerb will Frau Wagenknecht nicht. Sie will es überall aufobstruieren gewissermaßen, ja? Und da bringt das Gegenteil ist schon wieder richtig. Wagenknecht will, dass große Konzerne entflochten werden, dass große Unternehmen zerschlagen werden, aber dass der Normalbürger gleichzeitig höhere Löhne bekommt. Was hindert denn den normalen Menschen in Deutschland, ein kleines Gewerbe zu gründen? Ganz einfach, er hat nicht das Geld dazu. Die Bank gibt ihm keinen Kredit für riskante Investitionen. Wie könnte man das ändern? Einfach, indem man das Einkommen der normalen Menschen erhöht, indem man für höhere Löhne sorgt und ihnen damit die Möglichkeit gibt, vielleicht irgendwann selbst unternehmerisch tätig zu werden. Und Großkonzerne, die zu viel Marktmacht haben, ja, die muss man entflechten, um für richtigen Wettbewerb zu sorgen. Das hatte Wagenknecht auch schon gefordert und diese Idee ist nicht sozialistisch, diese Idee ist sogar ordoliberal. Aber die Realität ist einem Olli, einem Clownswild, einem Aktien mit Kopf oder einer Beatrix von Storch vollkommen egal. Diese Leute wollen nur gegen eine Wagenknecht hetzen, weil sie halt eine sozialdemokratische, gerechtere Politik machen würde, die der Mehrheit in Deutschland ein höheres Einkommen, eine höhere Rente und ein paar Konzernen, ein paar Superreichen höhere Steuern abverlangen würde. Das ist die Politik, die in Deutschland zum Wirtschaftswunder geführt hat. Das ist die Politik, die uns das höchste Wachstum in allen Zeiten des Kapitalismus in Westeuropa gesichert hat. Eine Politik, die bestimmte Preise wie den Wechselkurs kontrolliert hat und die somit der Industrie Planungssicherheit gegeben hat. Das ist die Politik, die zum höchsten Wachstum, zum höchsten Wohlstand in allen Bevölkerungsschichten führt. Wenn man die Einkommen der Menschen steigert, dann können sie sich mehr Produkte leisten und die Unternehmen erhöhen somit ihre Produktion stärker. Mehr Einkommen für die Massen, höhere Löhne, höhere Renten bedeuten ein stärkeres Wirtschaftswachstum. Das hat sich über alle Zeiten hinweg gezeigt, aber Neoliberale leugnen das gerne, weil ja, sie lieber höhere Einkommen nur für die Reichen wollen und keine höheren Einkommen für die breite Masse der Bevölkerung. Also, wenn ihr selbst das Programm des Bündnisses Wagenknecht nachvollziehen wollt, dann schaut gerne bei Bündnis Sarah Wagenknecht im Internet auf der offiziellen Website, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, nach und fallt nicht auf solche ja, neoliberalen Dummschwätzer herein, die euch die AfD als Alternative verkaufen wollen, die sie nicht ist. Zumal ihr mal überlegen solltet, mit wem würde die AfD denn koalieren, wenn sie in Deutschland die Mehrheit erhielte? Also wenn die AfD in Deutschland stärkste Partei wäre, wen würde sie sich dann als Koalitionspartner aussuchen? Nun ja, die CDU. Glaubt ihr wirklich, dass die AfD mit der CDU in einer Koalition wirklich die Sanktionen gegen Russland beenden würde? Wirklich von diesem transatlantischen Kurs abrücken würde und keine Waffen mehr in Kriegsgebiete liefern würde? Glaubt ihr das wirklich, selbst wenn ihr jetzt annehmt, dass die AfD euch nicht anlügt, glaubt ihr wirklich, dass sie das in einer Koalition mit der CDU umsetzen würde? Glaubt ihr wirklich, dass die AfD in einer Koalition mit der CDU auch die Einwanderung reduzieren würde? Ich habe euch ja eingangs schon die Grafik gezeigt gehabt. Unter CDU-Kanzlern ist die Einwanderung immer angestiegen, unter SPD-Kanzlern wurde die Einwanderung zurückgefahren. Das heißt, wenn ihr AfD wählt, dann wählt ihr automatisch die CDU. Die Partei, die die Einwanderung in der gesamten deutschen Geschichte immer erhöht hat, glaubt ihr, die CDU wird darauf verzichten, der deutschen Wirtschaft billige Lohnarbeiter zu importieren, um Lohndrückerei voranzutreiben? Das ist die Politik der letzten 20 Jahre gewesen. Hohe Einwanderung, um weiteren Druck auf die Löhne auszuüben, um vor allem ärmere Arbeitnehmer noch schlechter zu stellen. Die Löhne der unteren 10% sind in den letzten 30 Jahren so gut wie überhaupt nicht gestiegen. Und jetzt müsst ihr euch selbst fragen, glaubt ihr wirklich, dass eine AfD-CDU-Koalition daran etwas ändern würde? Naja, sehr, sehr unwahrscheinlich. Was es jetzt braucht, ist eine linke Partei, die klaren Druck macht und die
Klare Kante für höhere Steuern für Reiche, für einen stärkeren Sozialstaat, für höhere Löhne, für höhere Renten, für Investitionen in unsere Infrastruktur zeigt. Und so eine Partei könnte das gesamte politische System verändern, je stärker sie würde. Ziel muss es, wie gesagt, sein, SPD und Grüne zu verdrängen und gegen diese neoliberale Allparteienkoalition eine vernünftige Politik zu machen. Diese Rolle kann die AfD nicht spielen, da sie eben selbst so ein neoliberale Und diese Rolle kann die AfD nicht spielen, da sie eben selbst so eine neoliberale Programmatik hat, dass hier nicht mit sachlichen Argumenten gegen die Wagenknecht-Partei argumentiert wurde, sondern wirklich Lügen über sie verbreitet wurden, im Sinne von, die will Planwirtschaft, die will sonst was. Also ihr habt es ja gesehen, die letzte Stunde. Ihr habt es ja alle gesehen. Dass hier nicht sachlich argumentiert wurde, zeigt doch, dass die AfD und ihr gesamtes Vorfeld keine Argumente haben, sondern dass sie nur diffamieren können. Sie benutzen die gleichen Methoden, die die Altparteien auch gegen die neue Wagenknecht-Partei verwenden, was zeigt, dass sie eben nichts Sachliches zum Inhalt beizutragen haben, dass sie eben keine sachlichen Argumente haben, um euch zu überzeugen, sondern dass sie euch manipulieren wollen. In diesem Sinne möchte ich euch zum Abschluss nur eine Botschaft mitgeben. Lasst euch nicht manipulieren, schaut euch das Programm der neuen Partei an und wenn es euch zusagt, dann wählt sie, wenn nicht, dann halt nicht.